Herzlich willkommen, mein Name ist Nadja Danneberg. Heute wieder zu verwirrt, verrückt oder doch ganz normal. Hatte ich doch gehofft, dass nach 3 Jahren endlich die Wellen der hohen See sich beruhigen, denn die Welle war ja immer wieder im Anrollen und begrub viele Hoffnungen und auch vieles, das wir uns erhofft hätten, mehr oder weniger. Und was wir uns erhofft hätten, ist natürlich, dass unsere Politiker aufarbeiten und nicht die Gräben zuschütten. Man könnte ja zum Beispiel auch sagen, Brücken bauen, aber unser Bundeskanzler hat Gräben zuschütten gewählt. Nun, die deutsche Sprache ist ja, sagt ja mehr als 1000 Worte im wahrsten Sinne des Wortes. Ich möchte aber heute wieder auf Paradoxien hinweisen, wie ich das ja immer wieder gerne tue, und die Pressekonferenz von Vizekanzler Kogler hier zitieren, der eben auf hinweist, wie wichtig es ist, Verantwortung zu übernehmen. Er gedenkt des Nationalsozialismus und selbstverständlich müssen wir diesem gedenken und selbstverständlich müssen wir daraus lernen, dass sowas nie wieder passiert. Es geht aber auch darum, dass selbstverständlich auch darüber nachgedacht werden kann, wie den Menschen die letzten 3 Jahre behandelt worden sind. Und der Herr Kogler betont auch, es war vom Wegschauen geprägt. Er meint, einen verantwortungsvollen Umgang mit der Vergangenheit eben zu pflegen, das ist ganz, ganz wichtig. Dieser Meinung bin ich auch, damit eben, wie der Herr Bundespräsident gesagt hat, sowas nie wieder passiert. Aber er sagt natürlich auch, sie war von der Eigenschaft des Wegschauens geprägt. Nach dem Zweiten Weltkrieg, dass viele von dem Wegschauen, wenn auch aus anderen Motiven, weitermachen wollten oder eben weitergemacht haben. Lieber einen Strich darunter setzen, als sich mit Taten und Tätern auseinanderzusetzen. So weit, so vertraut. Ich möchte nun, damit das natürlich auch hörbar ist, das auch eben spielen. Und das war die Pressekonferenz zur Reform des Ehrenzeichengesetzes mit auch Ministerin Edtstadler. Ich möchte natürlich auch hier erwähnen, dass Ministerin Edtstadler allen voran Ungeimpfte des Landes verweisen wollte. Das heißt, die hätten gar kein Recht, hier zu leben. Und wie das Unbewusste so mitspielt, hat sie natürlich auch bei dem Versprecher gesagt, die Impfpflicht ist der einzige Weg aus der Demokratie. Nun ja, das Unbewusste lässt sich nicht so gern oder so schnell eben unterdrücken. Denn es zeigt sich so oft in der Sprache oder eben, wenn sich Personen versprechen. Ich spiele das nun ab, wie gesagt, Quelle Werner Kogler zur Reform des Ehrenzeichengesetzes und auch zu finden auf seiner Facebook-Seite. Einen schönen Vormittag, herzlich willkommen zur Pressekonferenz anlässlich der Reform der Ehrenzeichen mit Vizekanzler Werner Kogler und Verfassungsministerin Caroline Edtstadler. Bitte, Herr Vizekanzler. Ja, schönen guten Morgen auch, danke für Ihr Interesse. Aus Verantwortung für Österreich, so heißt das Regierungsprogramm, das wir gemeinsam geschlossen haben. So. Aus Verantwortung für Österreich, sagt er. Ich meine, und deswegen schreibe ich auch das Buch Totalitäre Verantwortungslosigkeit, das mittlerweile, ich habe circa Mitte Februar begonnen zu schreiben, 750 Seiten hat. Das ist für mich ein Akt der Aufarbeitung. Diesen Wahnsinn, Irrsinn der letzten 3 Jahre, aber der ja noch weitergeht. In der Dynamik, das habe ich auch mit dem Autor Jan David Zimmermann eben auch besprochen und werde das natürlich, es wird diese Woche hochgeladen werden, selbstverständlich auch in meinem Buch erwähnen. Die Verantwortungslosigkeit jener Politiker, die jetzt nicht hinschauen, nicht aufarbeiten, sei es eben, dass Kinder und Jugendliche schwer missbraucht worden sind durch die Werbung, aber lass dich impfen, sonst verliere ich dich, wurde zwar dann nicht weitergemacht, weil es eben zu
viel Gegenreaktionen gab, aber alles andere, das habe ich in meinen Videos immer wieder gesagt, ich wiederhole es nicht. Aber vor allem, wie Kinder und Jugendliche missbraucht worden sind, dass sie Gefährder der Nation sind und dass sie auf ihr Leben 3 Jahre verzichten müssen. Auf soziale Kontakte, dass Spielplätze verboten waren mit roten Bändern und dass auch ein Polizeiauto kommt und sagt, verlassen Sie den Park. Das ist sozusagen ein Befehl, nicht in diesen Worten, aber so war es, verlinke ich auch sehr gerne, habe ich immer wieder gesagt. Dort sitzt aber eine Familie mit 2 Kindern, circa 10, 11 Jahre, also Mann und Frau, Eltern eben. Und damals war die Vorgabe, im gemeinsamen Haushalt zu leben. Und ich gehe davon aus, dass diese Familie im gemeinsamen Haushalt gelebt hat. Und circa 4 Meter später, aber auch daneben, sitzt eine Person alleine. Das heißt, auch der Abstand wurde eingehalten. Weit und breit niemand, ab und zu ein Radfahrer vielleicht oder jemand oder Personen, die vorbeigehen, aber mit viel Abstand. Verlinke das wirklich, weil wir sollen erinnern und nicht vergessen. Und trotzdem steht das Polizeiauto vor der Familie, circa 2 Meter, und fordert die Familie, den Park zu verlassen. Ja, wir dürfen nie vergessen und wir müssen erinnern und aufarbeiten, damit die Wunden der Gesellschaft, die so stark bluten, eben nicht immer wieder aufgerissen werden. So verstehen wir auch unsere Arbeit und Verantwortung. In dem Fall heißt auch, einen verantwortungsvollen Umgang mit der Vergangenheit zu pflegen. Und Österreich hat hier ja, eine historische Verantwortung, aber darüber hinaus eine gegenwärtige und immerwährende Verantwortung. Die Zeiten des Nationalsozialismus waren geprägt von vielen Grauslichkeiten, aber auch vom Wegschauen. Und ich will da gar kein großes Urteil des Spätgeborenen sprechen. Aber sie war jedenfalls auch von der Eigenschaft des Wegschauens geprägt. Und nach dem Zweiten Weltkrieg war es dann doch so, dass viele mit dem Wegschauen, wenn auch aus anderen Motiven, meistens weitermachen wollten oder weitergemacht haben, weil ja die Geschichtsaufarbeitung in Österreich dann ja auch erst sehr spät eingesetzt hat, wollten also weitermachen, haben auch weitergemacht, lieber einen Strich drunter setzen, als sich mit Taten und Tätern auseinandersetzen. Soweit so vertraut. Aber es betrifft auch einen ganz wesentlichen Punkt, der gerne unterschätzt wurde. Um diesen zu behandeln und Probleme zu lösen, ist diese Bundesregierung angegangen. Sie haben sie an der Einladung. Also, es steht hier zum Beispiel als Kommentar, Verantwortung für Österreich von den grünen Vertretern und viele Lach-Emojis. Die Kommentare, die ich hier einfach lesen werde, aber zufällig steht zum Beispiel, also ja, man kann sie ehrlich gesagt gar nicht lesen, weil manche sind schon heftig, aber auch richtig. Und es steht zum Beispiel, sonst gibt es nichts Wichtigeres eben. Und natürlich möchte ich auch hier erwähnen, dass die Verantwortung den Kindern gegenüber, wir haben die größte Kinderarmut, wir haben Menschen, die sich das Essen nicht leisten können. Das sage ich in all meinen Videos vom Corona-Lockdown in den Armuts-Lockdown der Inflation und wo Menschen eben sich das Leben nicht mehr leisten können. Ich habe heute mit meinem Schneider geredet, der mir immer wieder meine Kleidungsstücke flickt, damit ich sie nicht wegwerfe. Er kommt aus der Türkei und war so traurig. Er war so traurig, weil er... An der Pressekonferenz erkannt, es geht um Ehrungen. Ja, das ist nämlich besonders perfide. Er wollte, auch bei den redet Ehrungen dazwischen. Und staatlichen Anerkennungen. Das wollte ich jetzt nicht, pardon, aber genau. Das will ich jetzt nicht mehr... Mehr oder weniger. Er will nicht aufhören, der Herr Kugler. Na gut. Auf jeden Fall ist es so, dass er mir gesagt hat, dass sein kleines Geschäft vorher eben 400 gekostet hat, jetzt ist es um 100 Euro mehr. Seine Wohnung vorher, eine 70 Quadratmeter Wohnung, um die 650 gekostet hat, jetzt kostet es knapp 800. Und er sagt, er muss jetzt auch Strom und Gas um das Vielfache mehr bezahlen. Und das sind alles Dinge, dass er gesagt hat, er hat jetzt Fixausgaben 2.500 Euro und vorher hatte er ca. 1.500 und es kommen weniger Kunden und er kann sich das nicht leisten. Ich denke, wir könnten jetzt eine Liste machen, die unendlich ist, wo Menschen in Not sind. Und jetzt blüht uns ja auch
die nächste Meinungsdiktatur, nämlich der Klima-Lockdown. Dass wir uns vieles dann nicht mehr erlauben können, was wir tun sollen, was wir nicht tun sollen, was wir essen sollen, was wir nicht essen sollen. Und dann werden natürlich auch Windräder angeschafft, die die Umwelt verschandeln. Da komme ich zu einem anderen Video dazu. Beton in Natur pur. Ich habe ein Bild gesehen, ein idyllisches Dorf oder nehmen wir Burgenland und 500 von Windrädern Beton, das eben auch verstrahlt und vor allem in China jene Länder verstrahlt, wo es hergestellt wird. Aber genauso die Lithiumbatterien, wir fahren dann grüne E-Autos und so weiter. Also auf diese Sachen komme ich gesondert zurück. Ich möchte natürlich hier auch dann noch erwähnen, dass auch der Herr Bundespräsident eben über nie wieder gesprochen hat. Er erinnert natürlich auch die NS-Zeit, die dunkelste Seite unserer Geschichte. Und das ist natürlich auch klar. Aber er sagt natürlich auch, dass das nie wieder eben passieren darf. Dazu mache ich aber auch ein eigenes Video, denn das wäre sonst zu lang. Ich möchte nur erinnern. Nie wieder hat er eben gemeint, dass wir Menschen ausgrenzen dürfen und vor allem, dass Menschen eben, wie gesagt, nie wieder so behandelt werden dürfen. Und letztendlich wurden aber 3 Jahre Menschen ausgegrenzt. Ich möchte, dass unser gemeinsames Nie wieder verpflichtet uns alle zu einem genauen und scharfen Blick, damit wir nie wieder in eine Situation wie in den 20er, 30er Jahren kommen und des letzten Jahrhunderts Schuldige suchen, Menschen herabwürdigen, Andersdenkende verhöhnen und verspotten. Nun, in den letzten 3 Jahren wurden eben Andersdenkende herabgewürdigt, Andersdenkende verhöhnt, verspottet und Schuldige gesucht. Und ich betone auch hier, nie wieder darf der Nationalsozialismus passieren. Aber es geht hier darum, dass genau Politiker auch darüber nachdenken müssen, was sie die letzten 3 Jahre getan haben, ob sie genau eben das, was sie letztendlich hier und mit Recht zu sagen, dass es nie wieder passieren darf, auch mit Menschen getan haben und eben auch eben Schuldige gesucht haben und Menschen verachtet haben.